Wir sind dieses Wochenende mit unserem Wohnmobil hier in Volkach an der Mainschleife, hier auf dem Wohnmobilstellplatz in Volkach, direkt am Main. Aktuell haben wir den März, also somit kostet der Stellplatz nichts. Erst ab 1. April bis 31. Oktober kostet der Stellplatz pro Nacht 10 Euro. Wie ihr seht, transportieren wir unsere Bikes hinten immer in der Heckgarage vom Wohnmobil. Da bleiben sie schön sauber, statt hinten auf dem Heckträger, da kommt immer lauter Salz, Dreck und Regen ran. Das muss ja nicht sein. Dazu müssen wir nur das Vorderrad immer ausbauen. Eine Halterung habe ich mir selbst gebaut, die ich aber demnächst nochmal genauer vorstellen werde. Jetzt packe ich mal die Bikes aus, dann drehen wir eine kleine Tour durch die Weinberge und um die Mainschleife. Jetzt mit unseren E-Bikes aufgemacht und fahren vom Wohnmobilstellplatz in Volkach Richtung Nordheim. Oben sieht man die Vogelsburg. In Nordheim am Main gibt es auch einen sehr schönen Badestrand, wo man sich auch im Sommer sehr gut abkühlen kann. Jetzt überqueren wir mit unseren E-Bikes den Main auf der Fähre. Das Ganze kostet 1 Euro. Fahren weiter Richtung Escherndorf. Ein kleiner Blick über die Mainschleife bei Escherndorf. Schön über den Main gelegen, in den Weinbergen, immer ein Ausflugsziel wert. Fahren wir jetzt unterhalb der Vogelsburg entlang und fahren wieder zurück nach Volkach zu unserem Wohnmobil. Okay Leute, das war unsere kleine Wochenendtour in Volkach an der Mainschleife. Wir waren ja ein bisschen in den Weinbergen mit unseren E-Bikes unterwegs, bei schönem Wetter. Immer ein Ausflugsziel wert hier, das Eck. Wir kommen immer wieder gern. Lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Video. Ciao!